pro Cannabis, pro Legalisierung und pro Entkriminalisierung auf ihre Plakate gedruckt. Und deshalb ist es nur Recht und Ordnung und gut so, dass die erste politische Sprecherin, die hier heute ihre Farben vertreten kann, von der Piratenpartei kommt. Und sie hat sich auch wunderbar in Schale geworfen. Ich freue mich hier, Sie begrüßen zu dürfen. Begrüßen mit einem kräftigen Applaus bitte. Sandra Lörs. 200 Meter in die Richtung, kostet 30 Cent. Oder guck mal, eventuell hier vorne ist so ein roter Container. Vielleicht ist der auch schon auf. Vielen Dank, ich liebe euch auch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe ja gerade zugehört bei meinem Vorredner. Also, ich bin Sandra Lörs. Ich bin Themenbeauftragte für Gesundheit und Pflege in der Piratenpartei Deutschland und bin im Moment natürlich im Wahlkampf. Listenkandidatin für NRW. Also ihr könnt mich wählen. Auf der rechten Seite, 7. Position, da steht die Liste und da steht auch mein Name. Bitte, bitte, bitte. Das Kreuz da, weil ihr wollt alle nie mehr CDU. Also wollen wir Piraten. So, die Legalisierung ist natürlich in der Ampelkoalition schon besprochen, ja. Aber wirklich nur besprochen. Die sitzen immer noch hinter verschlossenen Türen und versuchen einen Gesetzesentwurf für lizenzierte Geschäfte, sprich für Abgabestellen für Cannabis. Und ich glaube, dass es ganz schwierig wird, dass die sich da ganz schnell einigen. Karl Lauterbach hat jetzt Spezialisten aus der ganzen Welt eingeladen, aus Portugal, aus Amerika, die solche Geschäfte schon betreiben, um sich zu informieren. Die Informationen dringen aber leider nicht nach draußen. Er hat letzte Woche ein Interview gegeben, in dem steht, dass in dem nächsten halben Jahr ein Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht wird. Ein Gesetzesentwurf, wie das funktionieren kann mit lizenzierten Geschäften. Für mich ist ganz klar, da muss richtig gutes Personal hinter die Theke, die sich damit auskennen, die Prävention betreiben, vor allen Dingen Aufklärung. Lizenzierte Geschäfte sind dann leider nur für erwachsene Menschen zugänglich, nämlich ab 18 Jahren. Das muss alles erst in Gesetze gegossen werden. Und wenn der Gesetzesentwurf von Karl Lauterbach im Bundestag nicht angenommen wird, dann dauert das noch mit der Legalisierung. Es tut mir leid, Leute. Das, was wir sofort erreichen können, ist eine Entkriminalisierung der wunderbaren Zutat von Cannabis. Die Entkriminalisierung ist per Bundesland durchzusetzen, durch das Bundesbetäubungsmittelgesetz § 31a. Das können wir hier in Nordrhein-Westfalen, wenn wir im Landtag sind, sofort anstoßen. Denn der Herr Reul von der CDU macht gerade Jagd auf User. Ich nenne das Wort Kahn nicht mehr, weil das ist stigmatisierend und diskriminierend. Wir sind User einer Freizeitdroge, die uns gut tut, die der Seele gut tut. Viele Krankenpflegekräfte habe ich vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren auf der Cannafair gesehen. Die haben mir den karamellisierten Hanf nur so aus den Händen gerissen, weil sie genau wissen, was CBD für Pflegekräfte tun kann, die unter Rückenschmerzen oder so leiden. Also bei uns werdet ihr gut aufgehoben sein, wenn es um die Legalisierung geht. Wir kämpfen jetzt aber erstmal um die Entkriminalisierung, dass die Verfolgung von Cannabis-Usern endlich aufhört. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass das zu Ende gebracht wird. Und natürlich müssen wir weiter laut bleiben. Karl Lauterbach hat versprochen, bis Ende des Jahres wird die Entkriminalisierung kommen. Die Legalisierung kann noch bis zu 2 Jahren dauern. So, wenn ihr jetzt daran denkt, dass die nächsten Bundestagswahlen 2025 sind, dann wird die Zeit echt eng, ne? Und wenn dann wieder eine CDU an der Macht ist, wie wir ja unsere deutschen Wähler so kennen, die sind jetzt unzufrieden mit der Ampelkoalition, vorher waren sie unzufrieden mit der Großen Koalition und ich wette mit euch, es wird wieder so auskommen, dass wieder eine liberale Partei mitregiert und leider Gottes, dass alles wieder zurückgenommen wird. Das dürfen wir nicht zulassen. Also macht bitte das Kreuzchen jetzt in NRW bei den Piraten. Die Leute im Bund, die Menschen, die gewählt haben, 2021 hier im Bundestag, haben uns außen vor gelassen. Jetzt hat das Europäische Parlament noch eine Prozenthürde eingebaut, dass wir da auch nicht mehr einziehen können. Im Moment sitzen Piraten im Europäischen Parlament. Das ist der deutsche Patrick Breyer
und noch zwei oder drei Tschechen, die dort mit den Grünen zusammenarbeiten. Europaweit wissen wir alle, dass es einfacher ist, für Cannabis-User durch die Gegend zu reisen, weil überall kann man mittlerweile Cannabis legal erstehen. Also in Portugal, in Spanien, Italien, da baut die Bundeswehr medizinisches Cannabis an. Es wird mehr, Leute. Wir brauchen noch mal ein bisschen Geduld, bis bei uns die Legalisierung eingeführt wird. Wir brauchen Gesetze dazu. Und das würde ich im großen Stil antreiben wollen, wenn ich denn dann im Landtag sitzen dürfte. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie uns an Ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Sandra Löhrs für die Piratenpartei. Ja, ich will...